Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf behandeln wir Änderungen der Kommunalverfassung. Kernpunkt dieses Gesetzentwurfs ist die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Erhaltung der Handlungsfähigkeit in den Gemeinden, den Städten und den Landkreisen in der momentanen Corona-Krise. Danach wird es möglich sein, rechtswirksame, also auch beschlussfähige Sitzungen per Videokonferenz durchzuführen. Die Folgen der Corona-Krise betreffen nicht nur die Arbeitsfähigkeit hier im Landtag, wie wir hier auch inzwischen erfahren mussten, sondern auch die der kommunalen Gebietskörperschaften. Vielfach konnten Sitzungen durch den sich ausbreitenden Coronavirus vielerorts nur noch vereinzelt oder überhaupt nicht stattfinden. Wo es ging, wurde auf Turnhallen ausgewichen, um den Abstand wahren zu können. Die Sitzungen mussten also unter Beachtung der entsprechenden Corona-Maßnahmen stattfinden können. Vielfach standen diese Ausweichmöglichkeiten aber eben nicht zur Verfügung. Die Arbeit in den kommunalen Gremien und Vertretungen in unserem Land ist in der Corona-Krise aber wichtiger als jemals zuvor. Und sie darf nicht stillstehen und sie darf, wie wir schon hörten, nicht auf Eilentscheidungen daher überwiegend bauen. Der Gesetzentwurf stellt hier sicher, dass die Beschlussfähigkeit der entsprechenden Vertretung zum Wohle unserer Bürger gewahrt bleibt, denn dort wirken diese Beschlüsse unmittelbar. Es ist vorgesehen, dass diese Regelung nicht nur für die Corona-Pandemie, sondern auch für ähnlich gelagerte schwere Fälle, in denen ansonsten eine ordnungsgemäße Sitzungsdurchführung nicht möglich wäre, gelten sollen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Sitzungen per Videokonferenz müssen aber die Ausnahme bleiben. Diese können keinesfalls die Arbeit der entsprechenden Gremien in Form von Präsenzsitzungen dauerhaft ersetzen. Demokratie beruht auf einer lebendigen Auseinandersetzung vor Ort, von Angesicht zu Angesicht. Oder auch IRL, wie es in der digitalen Welt gerne mal heißt. Mit dieser Ausnahmeregelung müssen wir also verantwortungsbewusst umgehen. Die Nutzung sollte eine Ausnahme bleiben. Ausdrücklich begrüßenswert ist der beabsichtigte Zuschuss für die Nutzung privater IT-Ausstattung, da vorhandene Ressourcen bereits genutzt werden und so Doppelanschaffungen verhindert werden können. Die Anschaffungsorgien in einigen Kommunalparlamenten können so verhindert werden. Statt zwangsverordneter Luxus-iPads können Kommunalpolitiker bei entsprechender Umsetzung mit günstigeren Produkten arbeiten, die auch oftmals besser in die persönliche IT-Umgebung passen. Das ist nicht zuletzt ein Beitrag zur Steigerung der Arbeit und der Attraktivität in der Kommunalpolitik. Wir unterstützen dieses Vorhaben daher ausdrücklich. Vielen Dank.